diesem Video zeige ich dir, wie du dir in Logic Pro X einen abgedrehten Hall-Effekt bauen kannst. Also wenn du dich für Soundeffekte in Logic interessierst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich arbeite gerade mit einem Kunden an einem Pop-Projekt und dafür habe ich letzte Woche jetzt so ein verhalltes Piano gesucht, so ein Piano-Pad-Sound, also so ein Flächensound. Und wie ich das gemacht habe, wie ich das zusammengebaut habe, das möchte ich dir in diesem Tutorial zeigen, dass du, wenn es dir gefällt, dass du das direkt so nachbauen kannst. Also wie gesagt, die Vorgabe war so ein verhalltes Piano. Und ich habe dann einfach mal angefangen, in der Logic-Section zu suchen, in den Native Instruments von Logic selber. Und ich muss mir mal hier kurz ein neues Software-Instrument anlegen. Und was ich so im Kopf hatte, was mir ganz gut gefällt, sind die E-Pianos. Da gibt es so eine Classic-Section und das ist, glaube ich, das 80s FM-Piano, so heißt das. Das wollte ich nehmen, um so einen Piano-Hall, wie gesagt, zu erstellen. Hier ist jetzt schon Hall dabei, das klingt so. Ja. Das klingt schon ganz gut so. Und ich wollte aber den Hall hier weg haben, weil ich wollte ja, oder wir möchten ja jetzt einen sehr, sehr langen Hall da drauf bauen. Okay, also das ist unser 80s Piano, direkt von Logic selber hier rein. Den Hall, den lösche ich mal. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte mir einen langen Hall hier zunächst mal drunter legen. Nenn das hier mal Hall. Und ich habe in letzter Zeit ein bisschen mit dem Chroma Reverb rumgespielt, mit Logics neuem oder nicht mehr ganz so neuem Hall-Plugin. Und ich finde, gerade für synthetische Sounds, also für künstliche Hallräume oder Synthesizer-Sounds, findest du da richtig coole Halls oder richtig coole Reverbs. Und ich habe hier in der Synth-Reverb-Section ein bisschen rumgesucht und hier siehst du auch schon sehr, sehr lange Halls, also Big Synth Hall, Big, Long and Distant. Und ich glaube, ich habe mir rausgesucht Clean Ambient Tail. Das war, glaube ich, der hier. Der hat hier 7 Sekunden Decay-Zeit schon, das ist sehr, sehr lang. Und wenn ich jetzt meinen Hall hier reinschicke, mein E-Piano hier reinschicke, dann klingt das so. Und der klingt ein bisschen silbrig, aber das war für den Zweck jetzt ganz okay. Und ich stelle jetzt hier vorher nochmal Pre-Fader ein. Pre-Fader ist in dem Fall besser, weil ich jetzt zum Beispiel auch das Direktsignal, also das trockene Signal, hier komplett runterziehen kann und unabhängig davon nur den Hall jetzt höre. Und wir wollen ja in Richtung Pad gehen und da wollen wir später dann nicht mehr so viel Attack haben. Ich schalte es aber jetzt erst nochmal zu und wir übertreiben jetzt nochmal komplett mit dem Decay hier. Das ist also die Hallzeit und wir gehen mal auf 20 Sekunden einfach, dass der Hall richtig, richtig lang ist hier. Sehr, sehr lange Hallfahne jetzt. Und für dieses Projekt ist es jetzt perfekt. Für manch anderes Projekt wäre das jetzt total übertrieben. Das klingt jetzt schon mal ganz gut. Und dieses Chroma-Verb macht hier auch schon richtig gut Alarm. Und es ist so ein synthetischer Hall, der wirklich sehr, sehr gut hier drauf passt. Aber ich habe mir jetzt überlegt, was kann ich jetzt machen, um diesen Hall ein bisschen abgedrehter zu machen. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir gedacht, ich verstimme diesen Hall einfach ein bisschen. Und dazu legen wir uns jetzt einfach nochmal einen Send an. Das geht hier in Logic automatisch. Ich nehme den nächsten freien und benutze ich hier das Pitch Shifter Plugin. Ja, hier ist es noch drin. Und ich sende jetzt was von diesem Hall hier, nur von diesem Hall, von diesem Aux-Effekt, auf diesen Pitch Shifter. Sind wir mal ordentlich und benennen den noch kurz. Und jetzt verstimme ich diesen Hall. Ich habe hier ausgewählt, glaube ich, das Pitch-Tracking-Modus, weil es ein bisschen abgedrehter kommt. Den Mix habe ich auf 100% gemacht, weil ich als Send-Effekt das benutze. Und ich habe den Hall jetzt einfach im Send-Effekt eine Oktave höher gestimmt. Ja? 12 Halbtöne sind eine Oktave höher. In der Hoffnung, dass die Sache dann so ein bisschen abgedreht ist und so ein bisschen verstimmt ist, so ein bisschen modulationseffektmäßig daherkommt. Und dann klingt die Sache hier so. Und durch diesen verstimmten Hall jetzt hier und durch diesen Pitch-Tracking-Modus verstimmt er sich jetzt hier so ein bisschen und wabert so ein bisschen rum. Also wir können auch nochmal mehr übertreiben. Ich kann hier noch mehr reinschicken. In das Hall-Effekt selber, in den verstimmten Hall.
auch schon ganz spannend, aber ich sage mal, es ist noch nicht abgedreht genug. Und deswegen habe ich jetzt versucht, den Pitch Shifter hier, diesen Orks, diesen Hilfskanal, einfach wieder zurückzuschicken in den Hall. Das heißt, wir schicken jetzt den verstimmten Hall wieder zurück in den normalen Hall. Das ist in Bus 1. Ja? Also der Signal Flow, wenn du es nicht ganz verstehst, ist jetzt, wir schicken also eine Kopie von unserem FM-Piano hier rüber und haben eine lange Hallfahne dann. Diesen Hall verstimmen wir, genauer gesagt, wir stimmen ihn eine Oktave nach oben und verstimmen ihn auch ein bisschen durch dieses Pitch-Checking hier, mit diesem Pitch-Shifter. Und dann schicken wir dieses verstimmte Hallsignal oder diesen verstimmten Hall wieder zurück in unser normales Hall-Plugin. Und damit haben wir so eine Art Feedback, so eine Art Hall-Loop, die jetzt noch länger klingen müsste und mit der wir jetzt diesen abgedrehten Effekt hier, den wir wollen, hier erreichen können. Das klingt jetzt schon wesentlich spannender. Entschuldigung. Aber du hörst, dass jetzt die Höhen hier in diesem Hall, die gehen, oder insgesamt vom Signal hier, die gehen ein bisschen durch die Decke. Das heißt, ich setze jetzt hier nochmal an Channel EQ ein. Und wir nehmen mal so ein bisschen jetzt die Höhen raus, weil das ist doch ein bisschen arg. Und jetzt versuche ich, deswegen haben wir hier Pre-Fader gemacht, jetzt können wir hier ein bisschen rumspielen. Zunächst mal können wir hier rumspielen mit dem Signal hier, mit dem trockenen Signal. Ich kann das auch komplett rausnehmen und habe jetzt nur noch diesen Hall-Loop hier. Es klingt jetzt nicht mehr ganz, geht nicht mehr ganz durch die Decke in den oberen Frequenzen hier, weil ich jetzt hier diesen High-Cut eingesetzt habe, dass es nicht mehr ganz so silbrig ist. Das war jetzt ein bisschen arg krass. Aber das hat jetzt schon mal ganz gut geklungen. Und was wir jetzt noch machen können, das ist, wir können hier einfach einen anderen Modus auswählen. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt einfach den normalen Modus, den Standardmodus. Und ich kann jetzt versuchen, diesen Pitch-Effekt, also den Verstimmungseffekt, einfach wesentlich später einsetzen zu lassen. In der Hoffnung, dass es vielleicht noch ein bisschen abgedrehter kommt. Das heißt, der Hall kommt jetzt hier in den Pitch-Shifter rein und bevor er verstimmt wird, vergeht noch ein bisschen Zeit und dadurch dauert es eine Weile und dadurch, dass er wieder zurückgeschickt wird in den Hall, schaukelt sich das auch nochmal ein bisschen anders auf. Probieren wir auch mal nochmal das. Das finde ich klingt jetzt schon sehr, sehr spannend, ja. Da kannst du einiges machen. Und wie gesagt, du kannst hier hin und her spielen mit dem trockenen Signal. Ich kann das trockene Signal jetzt auch tatsächlich einfach mitnehmen, indem ich es hier hochfahre. Jetzt hören wir wieder den Anschlag. Und wenn ich es runterziehe, dank Pre-Fader-Einstellung, höre ich nur mein Pad oder meine Verhaltefläche. Und was du auch machen kannst, ist natürlich, ich kann es einfach mal anlassen, du kannst es auch mit anderen Instrumenten probieren. Das war jetzt dieses FM-Piano, das haben wir letztendlich in der Produktion dann auch benutzt. Aber wir können jetzt natürlich auch das die ganze Sache immer mit Strings probieren. Das sind Logics Strings einfach hier und ich habe hier ausgewählt ein Preset String Ensemble. Ja, hier. Muss ich aufpassen, dass es nicht so arg aufschaukelt. Also auch probieren wir mal hier mit Strings.
ganz spannend. Ja, je nachdem, für was du es brauchst. Und du kannst natürlich auch mit Drums die Sache probieren. Ich muss ja auch nur aufpassen, dass es nicht. Das ist auch jetzt einfach Logic's Drummer. Da habe ich so ein Hardrock-Kit einfach genommen. Probieren wir auch erstmal einfach die Bassdrum. Snare Drum. Ja, der Clou an der Sache ist, wie gesagt, dass du dieses Reverb praktisch, oder die Kopie von dem Reverb in diesen Pitch-Shifter schickst, den dann wieder zurückschickst in das Verb und dadurch schaukelt sich das ewig auf. Also wenn du es nachbauen willst, schau dir es einfach nochmal an. Und wenn du mehr Logic-Tipp willst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meine Logic-Workflow-Checkliste. Die kannst du dir unten runterladen. Die habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Ansonsten empfehle ich dir meine Logic Pro X Tutorials. Das ist eine Playlist inzwischen über 80 Videos drauf, die kannst du dir hier anschauen. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über einen freundlichen Kommentar oder im besten Fall über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann.